Moin Sportfreunde, heute geht es um die verhältnismäßige Zerlegung der Pistole Walther TPH für die Reinigung. Und wenn du es sehen möchtest oder Schwierigkeiten dabei hast, dann bleib dran. Mein Name ist immer noch Alex und bin der Waffennerd. Bevor wir anfangen, gibt es wie gewohnt einen Sicherheitscheck. Dafür müssen wir das Magazin entnehmen, in das Patronenlager schauen und entspannen. Als erstes Magazin raus, falls es nicht schon beim Sicherheitscheck passiert ist. Danach müssen wir den Abzugsbügel nach unten schwenken und den Verschluss so weit nach hinten drücken, bis man ihn nach oben entnehmen kann. Am einfachsten klappt es, indem man den Hammer auf Spannung setzt. Wenn der hintere Teil des Verschlusses aus der Führung raus ist, können wir den Abzugsbügel entspannen und den Verschluss Richtung Laufrichtung herausziehen. Jetzt nur noch die Feder herausziehen und somit haben wir die Pistole in seine Baugruppen zerlegt und können mit der Reinigung starten. Nach dem Reinigen müssen wir die Pistole in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammenbauen. Feder wieder in den Lauf stecken. Bei der Feder muss eins beachtet werden. Wir haben zwei verschiedene Weiten am Ende. Wir nehmen das Ende, was in der Führung am Lauf passt, da das andere Ende zu groß ist. Dann nehmen wir den Verschluss mit der Mündung beginnend einstecken in die jeweilige Lauföffnung am Verschluss. Beim Einstecken des Verschlusses darauf achten, dass der Hammer auf Spannung ist. Sonst haben wir das Problem, dass der Hammer im Weg ist. Beim Eindrücken des Verschlusses muss zugleich der Abzugsbügel nach unten ausgeschwenkt werden, sonst kommen wir mit dem Verschluss nicht in seine Führung. Wenn das erledigt ist, kleinen Funktionscheck. Magazin rein und fertig ist das Schmuckstück. Ich hoffe, ich konnte dir beim Auseinander- sowie beim Zusammenbau der Pistole helfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video der Waffennerd. Ciao!